schon weg. Dass Sie mich fürchten, begrüße ich. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Union, FDP und SPD haben sich auf dem Rücken der Ärmsten unserer Gesellschaft auf ein verfassungswidriges Gesetz verständigt, das das Urteil des Bundesverfassungsgerichts weitgehend ignoriert und ich sage auch die Hartz-IV-Beziehenden verhöhnt. Außerdem wurden der Rechtsstaat und die Demokratie schwer beschädigt. Führende Politikerinnen und Politiker der SPD haben verfassungsrechtliche Bedenken geäußert, stimmen aber trotzdem zu. Ich halte das für unverantwortlich. Die Grünen haben erst 11:05 kalte Füße gekriegt, aber immerhin, sie haben sie bekommen. Das ist ja noch ein kleiner Fortschritt. Heinrich Alt, Vorstandsmitglied der Bundesagentur für Arbeit und verantwortlich für Hartz IV, sagte in der Sendung klipp und klar des RBB am Dienstag, dass niemand auf Dauer von diesem Regelsatz leben könne. Er und Sie, ja, er wies darauf hin, das Ziel sei ja, die Hartz-IV-Beziehenden wieder in Erwerbsarbeit zu bringen. Aber er und Sie übersehen zwei Tatsachen. Sie übersehen nämlich, dass 860.000 Menschen, die Hartz-IV als Grundsicherung im Alter erhalten, überhaupt nicht mehr für den Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen und da auch keine Chance haben. Und Sie übersehen, dass rund 1,4 Millionen Menschen, seitdem SPD und Grüne Hartz-IV eingeführt haben, das heißt seit knapp 6 Jahren, ununterbrochen Hartz-IV-Leistungen empfangen, weil sie keine Chance auf dem Arbeitsmarkt haben. Das heißt, 2,3 Millionen Menschen sind dauerhaft auf Hartz-IV angewiesen, von dem Herr Alt von der Bundesagentur sagt, dass man davon dauerhaft nicht leben kann. Nehmen Sie doch mal zu dieser Tatsache Stellung. Der Kompromiss, den Sie gefunden haben, ist scheinheilig, unsozial und unredlich. Ich darf daran erinnern, dass mit dem sogenannten Sparpaket 3,8 Milliarden Euro an Leistungen für Hartz-IV-Beziehende gestrichen wurden. Das Elterngeld wurde gestrichen, die Rentenbeiträge wurden gestrichen, Leistungen für Weiterbildung wurden drastisch gekürzt. Das bedeutet doch aber, dass die Hartz-IV-Empfangenden sämtliche gefeierten Leistungssteigerungen selbst bezahlen. Das kommt dabei heraus. Stolz verkünden Sie zum Beispiel, dass das Bildungspaket, Frau von der Leyen ist da ganz stolz, um 400 Millionen Euro pro Jahr aufgestockt wird. Aber die gleiche Summe sparen Sie bei der Streichung des Elterngeldes pro Jahr ein. Das heißt, die Eltern und die Hartz-IV-Kinder finanzieren also das Bildungspaket selbst. Das kommt dabei heraus und nichts anderes. Nun haben Sie stolz verkündet, und damit wurden ja auch die Länder geködert, dass die Altersgrundsicherung nicht mehr von den Kommunen bezahlt wird, sondern vom Bund. Das ist aber nicht wahr, denn es bezahlt nicht der Bund, sondern es bezahlt die Bundesagentur für Arbeit. Und das heißt, es bezahlen die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler. Und soweit die es nicht bezahlen, werden Leistungen gekürzt. Dann geht es wieder zulasten der Erwerbslosen. Nicht aus Steuermitteln wird das Ganze finanziert, sondern aus Beitragszahlungen. Und das ist völlig falsch. Es ist gut, und das begrüße ich, dass 3.000 Schulsozialarbeitsstellen geschaffen werden. Aber die Mittel dafür werden ja nach 3 Jahren wieder gestrichen. Und ich sage Ihnen, es gilt der Grundsatz arm, ärmer Kommune. Und in 3 Jahren sind die Kommunen nicht reicher. Die wissen heute schon nicht mehr, wie sie ein Bad oder eine Bibliothek oder ein Theater bezahlen sollen. Und deshalb hätten sie sich niemals auf die 3 Jahre einlassen müssen. Da hat man nämlich ein schlechtes Gewissen, so etwas einzuführen, wenn man es wieder abschaffen muss. Unbefristet brauchen wir Schulsozialarbeitsstellen. Die Bundesregierung hat die Regelsätze für Kinder ermitteln lassen und kam zu dem Ergebnis, dass die heutigen Regelsätze sogar zu hoch seien. Nur, ihre Verbrauchsstichproben in Bezug auf Kinder wurden von allen Sachverständigen als nicht repräsentativ qualifiziert, verstößt auch gegen das Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Und ich sage Ihnen, wenn Sie 10 Euro im Monat für Kinder, für die Mitgliedschaft in Sportvereinen, für Musikunterricht etc. zur Verfügung stellen, finden Sie das nicht auch verhöhnend niedrig? Wer soll denn davon eigentlich was real bezahlen? Rechtsstaat und Demokratie, habe ich gesagt, wurden schwer beschädigt. Und damit auch das Ansehen der Parteien, und zwar aller Parteien. Erstens,
Im Jahr 2008 hat Finanzminister Steinbrück verkündet, dass die Erwachsenenregelsätze um 5 Euro zu erhöhen sind. Sie haben willkürlich die Vergleichsproben so zugeschnitten, bis die 5 Euro herauskamen. Das widerspricht dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Sie haben die Bezugsgröße geändert. Statt 20% der unteren Einkommen nehmen Sie nur 15%, damit die 5%, die schon etwas mehr verdienen, nicht mehr in die Berechnung hineinfallen. Sie haben die verdeckten Arme nicht herausgerechnet. All das verstößt gegen das Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Zweitens, der ganze Widerstand der SPD endete in willkürlich gewählten weiteren 3 Euro, die aber erst im nächsten Jahr gezahlt werden. Die SPD ist der Union und der FDP also nur 3 Euro wert, und das auch erst in einem Jahr. Und das andere, was Sie alles aufzählen, sind Protokollerklärungen. Protokollerklärungen, die noch völlig unverbindlich sind. Die FDP wird tapferen Widerstand selbst für die unbefriedigenden Regelungen vom Mindestlohn bei Zeitarbeit leisten. Die Vergleichsproben bei den Kindern, habe ich schon gesagt, war unzulässig. Und nun kommt viertens und das Entscheidende in Bezug auf das Urteil. Das Bundesverfassungsgericht hat eine Grundsicherung verlangt, die ein menschenwürdiges Existenzminimum und ein Mindestmaß an Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben gewährleistet. Davon sind wir meilenweit entfernt. Und wir brauchen natürlich neben dieser Grundsicherung endlich einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn, der selbstverständlich in verschiedenen Branchen auch verbindlich überschritten werden darf. Und zwar auch, um das Abstandsgebot zwischen Grundsicherungsbeziehenden und Erwerbstätigen zu beziehen, aber auch noch aus vielen anderen Gründen. Außerdem ist Ihr Ergebnis illegal zustande gekommen. Der Vermittlungsausschuss zwischen Bundestag und Bundesrat bildete eine Arbeitsgruppe unter Ausschluss der Linken. Erst mit Hilfe des Bundesverfassungsgerichts wurden wir in die Arbeitsgruppe einbezogen. Ab Mitte Januar tagte sie nicht mehr. Es wurden illegale Kungelrunden organisiert. Vor der Hamburg-Wahl konnten sich Union, FDP, SPD und Grüne nicht einigen. Und so entschied der Bundesrat, ja, hören Sie zu, und so entschied der Bundesrat, erneut den Vermittlungsausschuss anzurufen. Und zwar mit den Stimmen aus Brandenburg und Berlin, also auch mit den Stimmen der Linken. Bis Dienstag dieser Woche hat der angerufene Ausschuss nie getagt. Seit Sonntag gibt es aber ein Ergebnis. Wieder in einer illegalen Kungelrunde unter Ausschluss der Linken zustande gekommen. Sie wollen verhindern, dass die Linken von ihren verabredeten Nebendeals erfahren. Aber sie beschädigen die Demokratie, weil sie das Wahlergebnis nicht respektieren. So wie wir die Wahl der anderen Fraktionen und die Bildung von Landesregierungen respektieren, sind sie nicht bereit, unsere Wahl und unsere Teilnahme an Landesregierungen anzuerkennen. Es tut mir leid, aber sie sind undemokratischer als wir, und zwar alle zusammen. Ich denke, wir sehen uns. Ja, hören Sie zu. Ich mache Ihnen jetzt ein schönes Angebot. Ich denke, wir sehen uns wieder, und zwar vor dem Bundesverfassungsgericht. Sagt der Fraktionsvorsitzende der Linken, ein Viertel der Abgeordneten braucht man für eine Organklage. Gregor Gysi bemüht sich schon seit geraumer Zeit um die Grünen, aber selbst dann würde es nicht reichen, dann bräuchte man noch 12 weitere Bundestagsabgeordnete. Also das mit der Organklage, das wird wahrscheinlich nichts werden. Nächster Redner hier für die Grünen, Fritz Kuhn. Er ist der stellvertretende Fraktionsvorsitzende und der Verhandlungsführer der Grünen bei den Gesprächen über Hartz IV. Mindestens in der Bemessung der Ihnen zugedachten Redezeit werden Sie eine Benachteiligung gegenüber anderen Fraktionen beim Verfassungsgericht nicht geltend machen können. Das Wort hat nun der Kollege Fritz Kuhn für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.